Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir freuen uns über Kurzurlaub von Dominik Süß, der gerade angereist ist aus Kopenhagen. Was machst du dort? Hey, ich freue mich richtig, dass ich da bin. Hey. Richtig cool. Was mache ich da? Kochen natürlich. Ja. Und leben, Erfahrungen sammeln und die wieder nach Österreich bringen. Du bist so bescheiden. Du bist dort an den besten Häusern der Stadt unterwegs und räumst dort ein bisschen in der Gastroszene auf. Ja, sozusagen. Nein, alles gut. Also wir machen ganz normale Sachen. Cool. Aber ich darf echt viel lernen, ja. Da bin ich voll dankbar. Mhm. Und wenn man doch das probieren wir halt gleich mal ein bisschen aus. Was macht man dann? Heute starten wir los mit Pasta, weil Pasta ist immer gut. Mhm. Und ich habe gesehen, früher im Garten ein wenig Rucola selber. Und da haben wir doch machen sie eine richtig coole Rucola-Pasta, giftgrün. Okay. Und ja, ein bisschen Speck habe ich da. Ja. Dann starten wir gleich los, oder? Soll ich da die Pasta oder soll ich den Speck schneiden? Was du machst den Teig, oder? Du kannst es sicher gut. Und ich starte bei dem Speckerl los. Also grundsätzlich hat der Sweetie eine Menge vorbereitet, 300 Gramm Mehl und gleiche Menge Rucola. Das Ganze wird dann verfeinert mit ein bisschen Olivenöl, Salz und eventuell Wasser. Das Tolle ist, das Rezept ist irrsinnig einfach, weil du einfach gleiche Menge Mehl und Rucola eben brauchst. Und du gibst alles gemeinsam rein, gell? Alles gemeinsam rein, ein bisschen gesagt. Salz, Olivenöl und eventuell Wasser, dass es sich gescheit durchmischt. Hier wird es einen guten Speck, genau. Man kann da Guanciale, wäre auch noch ein richtig guter Speck, kann man verwenden. Bauchspeck, was auch immer. Dann lassen wir es einfach in der Pfanne jetzt aus, sodass er schön knusprig wird, sodass wir so einen lässigen Crunch dabei haben bei unserer Pasta. So, Olivenöl und dann ein bisschen Wasser. Schauen wir mal, ich gebe jetzt nochmal nicht so viel rein. Weil ich glaube, der Rucola wird ja auch noch die. Ja, der wird ja noch kleiner. Passt. So, gehen wir mal da. 1, 2, 3 und geben wir mal Gas, gell? Und Schüttung. So, das ist jetzt ungefähr so. Schauen Sie mal, das schaut ganz gut aus. Schauen wir das Witte da und geben wir noch ein bisschen Mehl dazu. Gell? Super, perfekt, ja, ein wenig Mehl. Der ist ja am Anfang ein bisschen flüssig, eben, dass er sich gut mixen lässt. Und jetzt wird das zum schönen Teig. Dann nimm ihn raus, ja? Jupp, perfekt. Schau, wie schnell der rausgeht. Super ist der geworden. Schon her, du bist das auch Profi. Ich gehe schon mal in die Vorbereitung fürs Pesto, gell, und du perfekt. Zeigst uns, was man mit dem Teig machen kann. Genau, ich tue da schon mal das Wasser salzen. Mhm. Ganz wichtig, dass es gut gesalzen ist. Und an jeden Teig muss man kurz rosten lassen, auch den. Aber bei dem ist es nicht so tragisch, weil das Coole ist, kommt er dann jetzt, wir schneiden das mit der Schere dann so ein, wenn das Wasser kocht, und kochen das da. Okay. Und dauert auch nicht lang. 4 Minuten, 5 Minuten kochen lassen und dann fertig. Wir machen in der Zwischenzeit ein Pesto. Was kommt da alles rein? Rucola? Genau, Rucola. Den tun wir jetzt unten rein, weil dann schwimmt er nicht so auf. Sag Stopp. Reicht. Ja, perfekt. Dann haben wir ein paar Pinienkerne dazu. Mhm. Dann ein bisschen Parmesan rein, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Basilikum gibt es da auch noch rein? Geben wir auch noch eine. Gute Idee. Dann haben wir ein bisschen weniger. Haben wir schon so einen schönen Strauch da haben. Super aus. Super. Falls Ihnen die Zeit fällt zum Einkaufen, wir sind für Sie da. Wir schicken Ihnen einen Gutschein vom Maximarkt im Wert von 50 Euro. Sagen Sie uns, warum Sie den Gutschein gerne hätten. Und dann flattert er vielleicht schon bald zu Ihnen ins Haus. So, das. Genau, das passt schon. Butter und Stängel. Dann Olivenöl ein bisschen. Ein bisschen Salz, oder? Mhm, genau. Parmesan ist drinnen. Dann geht's los. Haben wir was vergessen? Dann schaut's gut aus. Mixen wir, genau. Perfekt. Schau mal, das ist doch perfekt, oder? Nehmen wir das? Ich habe da jetzt ein bisschen Olivenöl ausgemacht in der Pfanne. Da machen wir jetzt unsere Erbsen rein. Da tue ich jetzt nur ein Stückchen Butter rein für den Geschmack. Das lassen wir drinnen schmelzen. Dann gleich ein bisschen Salz. Aus meinen schönen Schüssel da. Perfekt. Dann können wir Pasta machen. Voll, haben das aufgekocht. Du sagst, 2 Scheren sind genug.
Die haben wir da. Und der Dominik zeigt uns, wie die schnellste Pasta geht. Genau, da machen wir jetzt so kleine Stickerl. Schaut, dass immer ein bisschen Mehl dabei ist. Die müssen wir uns dann ein bisschen verwenden. Und dann einfach das so einschneiden. Da. Dann werden das so lange Nudeln. Wie lange brauchen die Nudeln jetzt? Das dauert nicht lang. Die lassen wir jetzt schneiden, schnell rein. Da. Ja. Vielleicht hast du noch ein bisschen Mehl für uns, das wäre super. Aber freilich. Weil durch den Wasserdampf wird das natürlich da so pickig dann in meine Hände. Ah, okay. Und dann können wir das ein bisschen ganz leicht durchkneten. Du hast da, ich arbeite da weiter. Wir schneiden den schnellsten Pastateig der Welt in Salzwasser und dann wird gegessen. Wir machen aber jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder bei Oberösterreich kocht mit Dominik Süß. Kulinarisches Oberösterreich wird präsentiert von Genussland Oberösterreich. Die Konditorei Jindrak produziert knapp 1 Million Pralinen jährlich. Eine der neuesten ist diese hier. Ihre Füllung besteht aus Schokolade, Apfelgelee und Most. Letzterer kommt aus Leonding. Wir haben einen Apfelmost von der Sorte Brebern. Der Brebern ist ein später Apfel sozusagen, hat auch von Haus aus einfach eine gute Säure. Und das passt einfach zur Schokolade, wo Süßes ist. Einfach, es harmoniert einfach dann die Süße und die Säure miteinander. Die Mosttrüffel gehört zu den Lieblingstrüffeln aus typisch oberösterreichisch, regional. Und das ist uns wichtig, dass die am Markt gibt. Konditormeister Leo Jindrak und Mostproduzentin Silke Hofbauer sind beide Genusslandpartner. Wir sind ja nicht nur in der Produktentwicklung, in der Produktion drin. Wir sollen sie ja verkaufen, vermarkten. Und das schaffen wir fast alles nicht alleine. Und da ist halt Genussland schon ein hilfreicher Partner oder fast eine Plattform, weil wir haben Möglichkeiten, dass wir bei Veranstaltungen uns präsentieren. Es bedeutet für mich Regionalität, Zusammenarbeit auch mit der Landwirtschaft, das ist mir wichtig. Und einfach dem Konsumenten gegenüber. Wir sind Oberösterreicher und zu dem stehen wir. Und das sollen wir auch in unsere Produkte einfach widerspiegeln. Bis zu 8 Arbeitsschritte braucht es bis zur fertigen Praline. Beim Verkosten sollten Pralinen Raumtemperatur haben. So entfaltet sich der Geschmack. Ja, ideal ist Raumtemperatur. Das heißt, man kann sie im Kühlschrank lagern. Der hat aber 4 bis 6 Grad. Und dann muss man sie halt einfach warm werden lassen. Zum Lagern ebenfalls im Kühlschrank. Wir lagern sie idealerweise bei 16 bis 18 Grad. Haltbarkeit ist die Trüffel ungefähr 6 Wochen. Da ist sie genießbar, aber am besten ist sie natürlich so frisch wie möglich. Die Mosttrüffel gibt es bei Silke Hofbauer im Laden in Leonding und in der Konditorei Jindrak in Linz. Maximus, Café do Brasil. Alles andere ist vielleicht bloß kalter Kaffee. Maximus, exklusiv bei Maximarkt. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Denn Küchen sind zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment, exklusiv bei Strasser. Musik.
Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Es kocht Dominik Süß für Sie heute bei Oberösterreich kocht. Du hast die schnellste Pasta der Welt, die einfachste Pasta der Welt. Sag einmal, was heute geboten wird. Ja, hoffentlich auch die beste, oder? Sicher. Wir haben also unsere Rucola-Pasta drin schwimmen. Richtig coole, giftgrüne Farbe. Ja. Kommt natürlich. Da haben wir schon unser Pesto. Das machen wir jetzt da warm. Dann tun wir die Nudeln ein, schwenken wir sie gut raus. Und du machst unsere Erbsen, oder? Die haben wir einmal in Butter geschwenkt, gesalzen. Und jetzt kommt noch Schnittlauch dazu, ein bisschen Zitronenabrieb und Creme fraiche. Sehr gut. Du hast ja dein Mädel auch mitgenommen nach Kopenhagen zur Arbeit. Genau, ich bin mit meiner Freundin, mit der Janine, gerade in Kopenhagen eben. Und sie arbeitet im Service in der Küche. Super. Voll super, ja. Jetzt nehme ich ein bisschen Nudelwasser vom Kochwasser. Das darf man nie wegschütten, aber ganz normale Pasta immer für die Soße hernehmen, weil dann klebt die Soße so richtig gut auf der Pasta oben. So, Schnittlauch ist drinnen, Zitronenabrieb ist drinnen und jetzt kommt Creme fraiche dazu. Wie viel geben wir denn da rein? Ein bisschen, oder? Genau, so ein guter Löffel. So, ein bisschen. Gut, also das heißt, das Pesto machst du nur mal warm, dass sich das gut verbindet. Genau. Wir haben übrigens alle Rezepte vom Dominik und von unseren Oberösterreich-Kochköchen zusammengefasst. Die finden Sie bei uns auf der Homepage. Und wir freuen uns natürlich, wenn der eine oder andere auch ein Rezept ausprobiert. Gehen ja ganz leicht und unser Foto davon schickt in den sozialen Medien. Dann können wir es auf Facebook und Instagram natürlich reposten. Nudeln rein? So ist es. Nudeln rein. Mhm. Ich kann kaum mehr sprechen. Silvia, ich habe schon so einen trockenen Hals. Ich habe gedacht, okay, du bist wahrscheinlich kein Wasser, du bist ein Birche, ja? Das sagt sich wieder. Sehr gut. Ich schwenke uns jetzt nochmal durch da. Schau her, ich habe für dich ein bayerisch Märzen natürlich aus der Bierregion Innviertel, Brauerei Ried. Ui. Märzen, da gibt es eine schöne Geschichte dazu, warum das Märzenbier heißt, oder? Märzenbier, ja genau. Kommt von ganz früher noch, weil da hat man noch nicht die Kühlmöglichkeiten gehabt, sondern nur in die Wintermonate. Und da war im März der letzte Monat sozusagen, der kühle Monat, wo man das Bier braun gehen hat und von der Lagerung her. Und hat es seitdem gehalten, der Bierstil Märzenbier. Schau, wie schön das auch ist. Bayerisch Märzen. Das ist ein Traum. Schon super, dass wir da so die Bierregion quasi vor der Haustür haben und wirklich tolle Biere auch haben. Das stimmt. Das ist ja fast ein bisschen so Bernsteinfarben. Huhuhuhu. Ich glaube, da muss ich gleich mal trinken. Warte, na, geht's ja aus. Ja, ich habe nämlich jetzt genau das gleiche gemacht. Das lassen wir den Rosten, weil wir richten das an. Boah, schau dir mal die Farbe an. Super ist das geworden. Sensationell, Wahnsinn. Sehr gut. Und dann haben wir uns das da für so einen Teller. Ups. Also Sie erinnern sich, den Pastateig, den haben wir mehr oder weniger im Küchenmixer gemacht. Der war nicht allzu groß, kein Profigerät, sondern etwas, was man zu Hause hat. Das war wirklich gleiche Menge Mehl und Rucola, gemischt mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Wasser dazu. Einmal kurz gemixt, dann schauen, ob man nur Mehl braucht oder nicht. Und dann hat der Dominik die Pasta einfach ins Salzwasser reingeschnitten. Nebenbei haben wir noch das Pesto gemacht, dann nur Erbsen, schnell in der Pfanne, mit ein bisschen Creme fraiche. Und den Speck. Genau, die Erbsen, da muss ich jetzt ein bisschen links und rechts. Ich bin da die Bierdante. Schau dir die schöne Schaumkrone an. Schau dir mal dieses Stereo-Drinks an. Prost. Auf dich. Der Hopfen. Ja, danke. Auf uns. Sehr dominante Hopfennote. Das ist ein Mühlviertel-Hopfen. Ach so. Ja, das ist eines der größten Hopfenanbaugebiete, das Mühlviertel. Ja, das ist cool. Sehr regional, die Bierräder. Voll cool. Das trinke ich endlich. Sehr geil. Vollmundig. Vollgas, ja. Super gut. Sehr süffig. Passt auch gut dazu, zu dem doch reichhaltigen Essen heute. Ja, unsere Rucola-Pasta. Wir haben dann noch Pesto dazu gemacht. Geht ganz schnell, auf 5 Minuten. Unsere Erbsen haben ein bisschen kühlfrisch anmariniert mit der Creme fraiche und Zitronenzeste für die Frische eben, ist das, wenn man dann so einen Knack hat. Und ein bisschen Speck darf auch einführen, so ein Crunch, dass man so ein bisschen vollmundige, richtige, coole Noten hat. Ich bin neugierig, wie es schmeckt. Mahlzeit zu Ihnen nach Hause. Schon klasse aus. Wir probieren einmal, oder? Ja, du hast immer super Rezepte. Ja, da gefällt mir. Mach bitte. War's gut, oder? Boah, ist das gut. Die Kombination aus den frischen Erbsen mit Zitrone, dann diese Rucola-Pasta dazu und die kann ich ja formen, wie könnte ich ein Gnocchi machen, oder? Ganz genau. Sensationell gut. Danke. Probiert es gerne aus. Ja. Das
Kleider, das Rezept. Ja, das heißt Mahlzeit auf Dänisch? Tag formell. Tag formell. Ja. Tag formell. Ja, sehr gut, in diesem Sinne, oder? Lass uns euch schmecken. Prost. Prost auf dich.